fingers on the data pod? Your dad's head's down. He's working on it. He's got to be close. Great. Eben bei der Leiche hättest du machen sollen. Reddys Liste der Hölle wird immer länger. Jetzt hat er auch noch Lobster mit seinem Wortschatz infiziert. Und damit willkommen. Ja, natürlich erstmal, also willkommen habe ich glaube ich schon ausgerichtet. Aber was? Ich infiziere doch keine Leute, als ich drücke mich doch nicht vulgär aus hier. Ach, das mit dem Scheißspiel, das hast du jetzt erst gelesen. Ja, das kann sein. Ja. Komme ich einfach durch? Durch. Aber wo will ich zuerst hin? Ich habe das Gefühl, dass es... Oder ist das hier gar nicht richtig? Ja, moin! Ich weiß nicht, wo ich zuerst hin will. Ich gucke vielleicht auch nochmal auf die Seite. Vielleicht geht die Tür gar nicht auf. Tut sie. Die Frage ist, was will ich bei einem Schweinetrog? Offensichtlich... noch mal ein Polymer finden. Oh Gott. Ich glaube, diese große Palette kriege ich nicht mehr umgeschubst. Ich könnte mal wieder eine Granate gebrauchen. Ich habe meine Lage gerade verschossen bei den Ameisenlöwen. Jetzt genau der richtige Moment, eine zu droppen. Da greift doch schon eine Hand nach mir. Da braucht jemand eine helfende Hand, glaube ich. Oh, das war eine schöne Dusche. Schöne Blutdusche. Keine Ahnung, was ich da gerade getroffen habe. Darf ich dich einfach öffnen? Ja. Oh, ich dachte, hier fehlen die Beine, aber da sind noch Stiefel dran. Kann ich vielleicht erstmal durchladen? Ich glaube, das wäre gar nicht schlecht. Und wenn das die letzte Zelle ist, dann nehme ich vielleicht bis Löwen wieder kommen erstmal eine neue. Na, da kommen jetzt auch irgendwie Combine oder Vortigern Affen. Das klingt so. Als wären neben den Vögeln auch noch ein paar andere Lebewesen unterwegs. Ich glaube, ich wollte mich gerade beschweren, dass ich keine Taschenlampe kriege, aber hier ist ja eine. Munition! Ich dachte kurz... Was ist das? Das klingt wie eine große Waffen... Aufwertungsmaschine hier. Hallo. Kann man hier behilflich sein? Da ist schon wieder ein Magazin raus. Oh Gott, ich habe aus Versehen das andere angezogen, aber... Ach, das ist auch nur eine... Heilungsspritze. Vielleicht braucht man das nochmal. Zu dir komme ich gleich. Erstmal umschauen. Ich glaube, ich muss doch da rein. Dann lege ich den Typen da erst um. Hier liegt nichts. Ich bin hier ganz umsonst eingestiegen in den Besucherbereich. Ist denn hier irgendwas Schönes bei? Oder das sind bestimmt auch so wie bei Elex irgendwelche Bilder von Entwicklerkindern oder so. Wobei die teilweise zu gut aussehen, finde ich. Also ich bin ganz ehrlich, das hier könnt ihr schon nicht mehr zeichnen. Oder malen, besser gesagt.
Na gut, steht Name drauf, ne? Kann jemand mal googeln, ob es einen Oliver C. gibt? Vielleicht ist er irgendwo Lead Art Designer von irgendeinem großen Studio. Hallo! Hallo! Oh Gott, ein Tiger! Wo ist der Tiger hin? Komm in meine Arme. Ach, Granaten! Ich hab doch drum gebeten. Wir reden über die verschossenen Schrotpatronen nicht. Hallo. Jetzt muss ich habe letztens die Folge geschnitten bei Stalker mit diesem Bunker, wo der komische Professor mal hallo, hallo sagt. Irgendwie musste ich mich da jetzt dran erinnern. So, ich brauche meine Heilspritze nicht mehr, weil mir Granaten auf jeden Fall wichtiger sind. Ich wusste doch, das Geräusch kommt mir irgendwie bekannt vor. Das sieht das sah super aus. Facehugger liegt auf dem Boden. Freddy, pau pau, Freddy, denk nach. Schön, dass es dich amüsieren kann. Dafür mache ich es am Ende, ja. Aber was ich selber gesehen habe, dann nochmal in verbildlicher Sprache zu lesen, ist irgendwie auch sehr schön. Ja, für das habe ich jetzt nichts mehr. Die hebe ich immer auf. Oh Gott, das sind ja diese Bombendinger. Hätte ich mal früher mitkriegen können, ne? Bin ich fast gestorben. Okay, ihr hört mich wieder. Ich habe gerade einen richtigen Schreck bekommen. Ich dachte, ich bin tot. Also echt. Oh, das war gruselig. Auf einmal alles schwarz. Ich spiele Stream, wie irgendwer bricht meine Bude bei und er schießt mich, jawohl. Das wäre viel zu witzig. Oh, so, Bild habt ihr. Was ich jetzt allerdings noch machen muss. Oh Gott, jetzt trete ich am besten noch beim Aufstehen wieder aufs Kabel. Hilfe. Also, ich schieße nie wieder auf Museumsexponate. Da kann ja so einiges schief gehen. Ihr werdet offensichtlich, ich weiß nicht, was euch jetzt lieber wäre. Also, ich muss nämlich noch mal kurz meinen... Seht ihr das überhaupt? So, Steam seht ihr nicht, ne? Ich muss meinen Overlay mal eben wieder starten, damit ich den Chat sehe. Das dauert immer eine Weile. Ich mache das jetzt ein bisschen gröber. Normalerweise müsste man dann noch ein bisschen feinjustieren, dass man nur den Chat sieht und so. Ich mache mir jetzt einmal das ganze Twitch-Fenster auf. Wenn besagtes Tool sich dann mal öffnen würde, das braucht immer ein Stück. Wäre cool, wenn man irgendwie einen VR-Film... Achso, hier. Half-Life Alyx, den Schriftzug habt ihr, glaube ich, noch nie gesehen so genau. Ich gucke jetzt eine Weile drauf. Ich sage, er soll das Tool fortsetzen, er macht's nicht. Wir gehen einfach rein, ich will nicht ewig warten, ich will selber weitermachen. Entweder meldet sich das Tool, ich gucke einfach mal, dann muss ich einfach mal unter der Brille durchspicken auf den Chat. Wir werden es überleben. Jetzt muss ich gerade überleben, ist das wieder, was ist eigentlich... Das Ding wackelt sogar noch. Das hat er richtig gut gespeichert. So, nee, startet nicht mehr. Noch egal. Fortsetzen, sage ich. So, von wo komme ich denn jetzt überhaupt? Erreiche das Aquarium? Ich hätte gedacht, ich muss da nach unten. Polymere erstmal dankbar.
ganz ruhig bleiben und nicht auf Exponate schießen, hatte ich gerade ergründet für mich, nicht? Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer gefunden hätte, wenn mir der ganze Rechner abschmiert, oder? Was war denn jetzt da unten? Ich hätte da eigentlich mal wo runtergehen wollen. Oh, Hallöchen. Wer stört mich mehr? Ups. So, haben wir eine neue Granate hier. Ich hätte wahrscheinlich das Unterstützungsfeuer annehmen sollen, wa? Das war ein bisschen dumm. Aber es hat sich so da angeboten. Ich weiß nicht, ob das schlimmer ist. Ich verabschiede mich auch wieder, mir geht's immer noch kacke. Ach Mann, dein Fieberlobster war. Dann vielen Dank fürs Einschalten und eine möglichst schnelle Genesung bitte. Aus der Hüfte, durch ihr Revolver hält hier auf einmal. Mehr Kugeln für die Knifte. Generell mehr, bitte. Haben die was fallen lassen da oben? Ne, da komme ich sowieso nicht hin. Ja, das Ding hätte ich natürlich auch noch. Wir reden nicht drüber. Wir reden auch nicht drüber, was ich davor gesagt habe. Das war ja richtig nötig gerade. Das musste einfach passieren. Einmal bitte einmal durchladen. Gibt's hier noch was zu holen? Munition bin ich immer dankbar. Da darf ich nicht rein. Also immer stramm vorwärts. Was soll ich jetzt noch mit den ganzen Polymeren? Die Waffenverbesserungen sind nicht mehr so dolle. Aber bei Schrottmunition freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Gott, was haben wir denn hier noch alles? Open the goddamn door. Oder so. So hier. Ich hab Schiss, dass hier wieder ein Alarm angeht. Was ist denn das überhaupt? Sind das nicht am Ende irgendwie so Bombendinger? Ach, ja. Sag ich ja. Dann mal aus damit. Dann darf ich auch wieder zurück. Eigentlich kann ich alles mal durchladen jetzt. Ich weiß gar nicht, warum. Damit ich mir jetzt hier Zeit lasse. Wo habe ich denn die ganzen Schrotpatronen her? Voll, alles voll. Hier fehlen mir jetzt noch drei Magazine. Könnte auch ein Forum von Aperture Science sein. Das ist dasselbe Universum. Deswegen habe ich Portal gespielt. Portal ist das, also Aperture Science sind die Konkurrenz, ist das Konkurrenzunternehmen von der Black Mesa Corporation. Deswegen habe ich ja quasi die ganze Portal-Reihe gestreamt, weil es einfach dazugehört hat. Ich hatte mir auch ein bisschen mehr Lore-Informationen gewünscht, aber habe leider keine bekommen. Außer, dass der Chef aus den 70ern von Aperture Science die Black Mesa nicht leiden kann.
I know, also das ist dasselbe Universum. Ah, okay, Entschuldigung, klang irgendwie so, als wärst du unwissend. Und ich gebe dir jetzt voll krasses Knowledge. Oh Gott! Die hätte ich gerne gehabt. Aber danke, dass sie mir damit so viel Zeit gelassen haben. Hey, ist noch ein paar unterwegs. Wussten wir das nicht, dass das ein Knast ist? Oh Gott, Bombe. Also, Explosionzeugs. Are we still doing this? The way I see it, whatever's in there doesn't like the Combine very much. So we got that in common. True. So, are we still doing this? We've come this far. I say we keep going. And if you find out it's something we really shouldn't mess with, we'll call it off. That's my girl. I'll let you know when I find out. Mein müdes Hirn hätte diesen Vergleich oder diese Verbindung sonst nie geknüpft. Ja, ich... Wie soll es auch eigentlich darauf kommen, aber hätte mal sein können, ne? Strom an oder so? Ich dachte vor allem, das ist die Verbindungsstelle zu dem Teil hier und ich krieg das jetzt aus. Ich hoffe, ich mache nichts Dummes. Voreiliges. Ach so, Licht habe ich angemacht. Das ist wirklich nicht dumm. Das Grüne macht was? Hier einmal Funken schlagen. Dann geht's hier weiter. Und jetzt darf ich hier erstmal hochklettern. Um hier was anzupacken. Oh Gott, schon wieder dieses. Warum sehe ich das heute nicht? Schlechte Augen heute. Besonders heute. Sag ich ja. Das hat vermutlich jetzt gar nicht gereicht, da nur den Schaltkreis umzulegen war. Nee, natürlich nicht. Keine Ahnung, warum ich hier schon wieder irgendwelche Hilfedinger bekomme. Ist das jetzt an oder nicht? Jetzt ist es blau. Blau führt hier rüber. Mann, ich werde hier noch Elektriker. In dem Game. Oh, wir sehen das Kabel, glaube ich, zum ersten Mal. Und es wurde ganz schön scheiße verlegt. Das... Okay, das führt da rüber. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich sogar... Das Ziel am Ende. Wir werden wahrscheinlich von der anderen Seite den Schaltkreis nochmal umdrehen müssen. Hallo Bomberinos. Oh Gott. Tschüss, Headcrab. Du hast es durchgeschafft. Nee. Jetzt durch da. Munition bitte. Da leuchtet schon mal was. Fühlt sich irgendwie richtig an. Polymere schon wieder. Gib mir Munition. Ich brauche hier auch sowieso nichts mehr. Schon wieder hinter dem Tiger versteckt. Sehr schön. Hast du irgendwo eine Bombe? Du siehst so aus, als hättest du ein bisschen mehr dabei. Aber scheinbar eher nicht. Ach. Aus irgendwelchen Gründen explodierst du gerne. Hier, das Bild ist festgewachsen. Keine weitere Funktion für mich. Du jammerst doch nicht umsonst hier rum. Waffenhand bitte.
vergesse immer, dass die Gepanzerten nicht einfach erledigt werden können. War ich hier schon rum? Hab ich hier schon mal geguckt? Anscheinend nicht. Aber doch, an das Bild erinnere ich mich, glaube ich. Oh, jetzt guck dich auch nicht die ganze Zeit so um. Geh mal durch hier. Hier ist nämlich die andere Stelle der Leitung, wa? Das kotzt mir aus. Gar nichts, scheinbar. Ist das nicht das Bier? Ich dachte, vielleicht ist das irgendwie eine vergammelte Granate oder so. Ich weiß ja nicht, woraus das alles besteht. Headcrab. Den Witz verstehe ich nicht. So, hier, das ging's am Ende. Und jetzt machen wir hier was an, was mich hoffentlich nicht in die Luft sprengt. Und, ach, hier kommt noch mehr. Stehe. Ist das gut hier aufzumachen? TV-Gerät? Ich mach das auf hier. Schade, ich dachte, ich kann Fernsehen gucken. Das wäre nice. Aber ja, immer hinter solche Dinger greifen, wo du nicht siehst, was da kommt. Oder in tiefe Schubladen. Einfach ein Traum. Wo die Beere? Ja, natürlich wäre eine Bombe nicht gesehen. Warum nenne ich die Bomben? Aber die schützende Schranktür erstmal zugemacht rechtzeitig. Wo ist denn jetzt hier wieder der Strom? Diesmal ein rotes Kabel nach hier. Und ein Hebel. Wir haben das Ding einfach überladen. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Da ist aber auch nichts drin. Kann ich da irgendwas reinwerfen? Ja, aber es rollt nirgendwo hin. Schön. Crap ungleich, das habe ich. Jetzt verstehe ich's. Ich hab's. Da ich ja jetzt immer durch die Brille immer so ein bisschen lupen muss, um den Chat zu sehen, habe ich das nicht verstanden. Oder mal die Hand vor den Mund gehalten. Jetzt, ich stehe noch nicht wirklich schon wieder hier. Scheiße. Von wo kam ich denn? War das nicht von hier? Doch, natürlich. Wo muss ich... Wie komme ich denn jetzt hier weg? If you go home, no more enemies. Moment, ich kann doch... Mal abgesehen davon, dass ich ja schreiben kann. Wo ist der Schwamm? Wo ist der Schwamm? Scheiße. Hier. Ist nämlich gefährlich, deswegen ist es scheiße. So ohne Zoo. Ach, ich bin ja witzig. Ich muss, wo war denn das? Hier war das, ne? Ich muss das jetzt erstmal wieder zurückschalten. Jetzt geht's da auf. Und auf der anderen Seite mal wieder zurück. Haben wir Combines gehört. Und natürlich gleich wieder die Dollen. Habe ich nicht noch einen? Praktischer Abpraller, würde ich sagen. Na, danach. Danke. Ah.
Wie viele Wimmel ich schon gemalt habe? Keinen, glaube ich. Doch, im Aufnahmetest, aber das ist ja... Den hat quasi nur Gottfried gesehen. Das habe ich mal über Discord kurz gestreamt, um zu gucken, ob alles läuft. Ich weiß gar nicht, ob er das wahrgenommen hat. Ist hier noch irgendwas? Soll ich da einfach nur mir Zellen hier angucken oder was? Schaden habe ich keinen genommen. Dann einfach hier weiter. Was auch immer das ist. Krass, das ist eine Kanalisation. Irgendwie durch die ganzen Kabel habe ich das gar nicht als solche interpretiert. Rein mit dem Magazin. Die Nachladezeit stört mich ein bisschen bei der Waffe. Also ich... Ist schade, dass das Magazin sozusagen erst nachgefüllt wird. Das hast du auch gemacht, als du über Discord das Spiel gezeigt hast. Oh. Okay, dann zwei. Verhöhnt mich hier schon wieder, die Sau. Heißt das, es wird wieder schlimm jetzt? Einfach raus hier. Ach Mensch, hallo. Ich hätte gerne meine Granaten wieder. Wie gerufen? Musst du auch mal nachladen? Peng. Das... Ich muss hier nichts drücken, wie schön. Noch eine Granate, sehr gut. Ich brauche die. Ganz dringend. Substation. Oh, let me see. Eli, the Forge just took down the last substation. Brace yourself, Alex. Frag das bitte nicht in mich rein. What the? Ach, Gott sei Dank. Was kriege ich hier? Okay, es ist nur eine Tür. Ich hatte gehofft, das ist ein bisschen komplexer jetzt. Wieder Ameisenlöwen, let's go. Das sollte einer verteidigen hier? Oh Gott. So viel Munition habe ich aber nicht am Start. Ich will nicht schon wieder meine Granaten verwenden. Mal, als ob ich den Arm nicht treffe. Mit der Pistole wieder. Ein Herz haben sie mir abgezogen, verstehe. Das waren doch wieder nicht die letzten, oder? Wenn die Musik hier noch am Start bleibt. Ja. Na, diesmal ist wenigstens die Schützenhilfe da. Meins sind aber auch nicht besser. Sehe ich eine Schwachstelle? Lass mal durchladen hier. Ja. Dann halt das Große. Der lebt noch? Kann er nicht durchschießen? Doof.
kann ich nicht. Die Kugel bleibt im Müll hängen. Sehr gut. Bin ich hier noch was an Verschießbarem? Oh ja. Oh, hier habe ich sogar auch noch eine. Sehr gut. Und mal wieder Polymere. Ich krieg doch keine 30 mal hier zusammen, um da noch was Vernünftiges mit zu bauen. Erzähl doch nicht. Noch mehr Polymer. Oh Gott, so kräftig wollte ich jetzt eigentlich gar nicht dran ziehen. Also versorgt wird man damit schon ordentlich, aber... Alle oder so? Wie gleich hier so ein Schildträger? There's somebody out there.